Bin gerade erst aufgewacht, es ist 1:30 Uhr und ich habe meinen Schlafrhythmus immer so weit nach hinten verschoben, dass er jetzt sogar nach Mitternacht ist. Wache ich hier um 1 Uhr nachts auf und bin fit. Ist auch mal eine ganz nette Abwechslung. Jedenfalls, ich wollte jetzt mal ein Video über Trauben machen. Ich glaube, das letzte Jahr war kein besonderes Traumjahr. Also ich erinnere mich daran, dass ich es öfter versucht habe, ein paar Trauben zu kaufen in 2019 und sie waren teuer und sie waren labberig und sie waren schimmelig und kein bisschen prall. Also ich war da jedes Mal enttäuscht, aber diesmal ist es ein bisschen anders. Also jetzt kann es sein, dass die Trauben wieder so schön sind wie in den Jahren davor, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich erkenne das zum Beispiel daran, dass die Trauben jetzt ein bisschen bezahlbarer sind. Die kosten gerade pro 500 Gramm 1,25 € oder sowas. Und das war irgendwie, also ich erinnere mich jetzt falsch dran, aber ich glaube, das war 2019 nicht so. Da waren die Trauben so gut wie immer teuer, mit so ganz kurzen Ausnahmen, wo ich glaube ich sogar mal den Kühlschrank für angeschaltet habe. Na jedenfalls, was habe ich mir denn hier Feines gekauft? Ich hatte, glaube ich, so die letzten Tage so 10 Packungen Trauben insgesamt gekauft. Hier sind noch 4 übrig und eine angefangene ist hier. Und ich habe hier auch noch 2 vor mir liegen. Was habe ich denn hier Feines? Ich habe hier. Ich habe hier eigentlich so den. meinen ewigen Traubenkonflikt. So die beiden Sorten, die mir im Handel begegnen. Die eine Sorte hier, die ist so. So labberig, die hängt so. Da sind hier so Reben, die sind ganz grün, die sehen ganz frisch und gesund aus, obwohl die hier schon so ein paar Tage lang herumliegen sind bei mir. Und die hängen so ein bisschen runter. Die sind immer noch ziemlich klein und die sind sehr staubig, diese Trauben. Also da ist eine dicke Staubschicht drüber. Aber ansonsten, die sind okay. Die haben so einen herben Geschmack. Die sind relativ prall. Mich stört nur, dass die ein bisschen zu klein sind. Ich mag Trauben, wenn sie ein bisschen größer sind. Wenn es nach mir ginge, wären Trauben so groß wie Pflaumen. Das fände ich lustig. Aber jedenfalls, hier ist es schon. Genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Was ich an der Sorte hier nicht mag, abgesehen von der kleinen Traubengröße, ist, die schimmeln ganz oft. Also andauernd. Hier sehe ich jetzt eine, die hat. Kann ich das zeigen? Die hat hier so den. Kriege ich das eingefangen? Da nicht so. Da kommt so. Da kommt so gerade der Schimmel raus. Und das sehe ich leider an diesen hängenden. Sehe ich das leider. Die mache ich jetzt ab und lege auf meinen Misthaufen. Das sehe ich leider bei diesen hängenden öfter. Ich mag die sonst eigentlich auch. Die sind okay. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich sollte nicht darauf achten bei dem Traubenkauf, ob einfach nur der Stängel grün ist. Vielleicht ist der angemalt, was weiß ich. Nein, der ist nicht angemalt. Ich kann den abkratzen mit dem Fingernagel. Weiß ich nicht, so grüne Trauben, die ziehe ich irgendwie gar nicht in Erwägung. So einmal im Jahr kaufe ich mir eine Schale grüne Trauben, aber irgendwie, ich mag die dunklen. Aber jetzt komme ich hier eigentlich zu dem, warum ich überhaupt dieses Video hier angemacht habe. Hier dieses Schätzchen hier, dieses dicke Monster, dieses prall gefüllte, saftige, nicht so staubig wie die anderen aussehende Biest hier. Das ist doch mal eine Traube. Ich gucke immer so im Supermarkt, sind die schön prall, sind die schön groß, sind die, wenn ich sie so ein ganz kleines bisschen pieke mit dem Finger, wenn ich sie so quetsche, sind die dann auch schön hart. Und die sind genauso, wie ich sie gerne mag. Deswegen fühle ich mich hier sehr glücklich. Ich bin hier sehr privilegiert, diese tollen Trauben abzubekommen. Und die ich da liegen habe, da hinten auf meinem kleinen Stab. Hier, auf meinem kleinen Stapel. Die sind ähnlich. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mal so ein kleines bisschen Glück gehabt habe. Hoffentlich bleibt es eine Weile so. Hoffentlich kann ich die lange kaufen. Weil so ein bisschen die Qualität von den Granny Smith Äpfeln hier, die ich immer noch kaufe, die nimmt auch so ein bisschen ab und ich bin die auch schon so ein bisschen leid. Also ich kann nicht ewig eine Obstart essen. Ich mag das, wenn es so ein kleines bisschen Abwechslung drin ist. Hoffentlich wird es so. Hoffentlich werden die noch ein Weilchen angeboten in dieser Qualität. Es kann jetzt sein, dass das jetzt eine Ernte ist und die ist irgendwie in 1, 2 Wochen ist die verkauft und dann ist wieder diese schrecklichen Trauben, die es sonst immer gibt. Ich verstehe es immer nicht, dass die, wenn es sowas gibt, dass die anderen überhaupt anbieten. Na, die wissen nicht wohin. Man kann ja nicht
alles zu Wein machen. So eine tragische Welt, wo wahrscheinlich auch schöne Trauben in dieses langweilige alkoholische Gesölf gemacht werden. Anstatt hier darauf zu achten, dass hier möglichst immer solche Biester im Angebot sind. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Ich sehe so manchmal das Jahr über, wenn jetzt nicht so, ich weiß nicht, ist gerade Traubensaison? Wenn auf jeden Fall keine Traubensaison ist, dann sehe ich das so, dass die schimmeln teilweise im Laden. Also ich gehe in den Laden, ich heb so ein Ding hoch. Die sind jetzt zum Glück aus Plastik, sodass man durchgucken kann. Und dann gucke ich so von unten, hat sich da irgendwie eine Pfütze gebildet und dann drehe ich es um. Und meistens das Jahr über, wenn ich ein bisschen genauer hingucke, ich sehe immer ein paar von denen, die schon angefangen haben zu schimmeln. Habe ich so, hier ist schon wieder eine. Kann man das erkennen? Ich glaube nicht, dass ich das in die Kamera gehalten bekomme. Da ist jedenfalls eine, da sehe ich schon zwei so kleine, so Schimmelnester, so ganz kleine, so wie Federn, wie ein kleiner Vogel, der Feder bekommt. Fängt es da an zu schimmeln. Und das passiert, das sind jetzt welche, die, das sehe ich an den langen grünen Stängeln, das sind jetzt hier welche, so eine hängenden. Ich hatte das viel zu spät gesehen, als ich im Supermarkt war. Die haben parallel beide. Die haben sowohl diese prallen als auch diese labrigen Dinger. Komischerweise. Und die heißen aber genau gleich. Manchmal heißen beide die Sorte Autumn Royal, also Herbst Royal oder Summer Royal. Aber komischerweise, das ist, weiß ich nicht, vielleicht bezeichnen die Schilder nicht so genau, wie sie könnten. Aber angeblich ist es dieselbe Sorte, was ich sehr schwer zu glauben finde. Die sind nämlich ein bisschen blauer und die sind ein bisschen roter. Na egal, ich habe Hoffnung. Freue mich, dass es vielleicht ein schönes Traubenjahr wird. Ja, lange keine schönen Trauben mehr gehabt. Das ändert sich hoffentlich in den nächsten Tagen. Hoffentlich bleibt das so. Mann, ich hab's so vermisst, die schönen Trauben.